Kapitel 13 Bote des Lebens. Der Abend war endlich angebrochen. Machado befand sich ausnahmsweise noch in Auroras Anwesen, selbst gespannt, ob die Recherche irgendwelche Früchte tragen würde. Stunden vergingen, in denen Aurora nichts tat, als versunken in die Niederschriften dazusitzen und alles herauszufinden, was sie nur konnte. Machado hingegen war recht optimistisch, dass sich seine Theorie letztlich bewahrheiten würde, gerade aufgrund von Auroras durchgehend neutralem Ausdruck. Würde sie etwas Bedeutendes finden, würde sie ja wohl eine Reaktion zeigen. Und trotzdem verblieben Zweifel. Stunden brauchte Aurora. Kleinere Notizen machte sie sich auf einem Zettel, welchen sie neben sich liegen hatte. Es schien, als wäre sie vollkommen abgeschottet von der Realität, existierend alleine in diesem Buch. Noch einmal dachte Marcello zurück an die wenigen Treffen mit Epsilon, welche er hatte. Getraut hatte er dem vermummten Pokémon nie. Doch gleichzeitig wusste er, dass Epsilon mehr war als ein Irrer. Und auch eine Äußerung, welche Aurora einmal gemacht hatte, über Epsilon als einen eigensinnigen Diktator, welcher den Plot nur als Ausrede nutzte. Er wusste einfach, dass das nicht stimmte. Machado hatte den Plotkrieger als vieles mitbekommen. Als Krieger, als Irren, als vernünftiges Pokémon. Doch jedes einzelne Mal als einen Gläubigen. Niemand glaubte mehr an seine Taten. Niemand verehrte den Plot mehr als Epsilon selber. Wer auch nur an einem einzigen Wort zweifelte, der musste Epsilons Zorn ertragen. Doch dieser Zorn war zwar tödlich und ohnehin war Epsilon das mächtigste aller Wesen, doch wie konnte Zoroark wirklich eine derartige Todesangst haben? Vielleicht verstand Machado all diese Furcht aber auch einfach deshalb nicht, da er immer auf Epsilons Seite gestanden hatte. Niemals gegen ihn. Natürlich war ein Feind für ein Pokémon immer bedrohlicher als sein Freund. In Gedanken versunken bemerkte er erst, wie viel Zeit vergangen war, als ein lauter Knall ertönte. Hervorgerufen durch Aurora, welche das Buch endlich zuklappte. Und, konntest du meine Vermutung bestätigen? Was dem Schatten noch mehr Angst machte als das, was Aurora nun sagte, war ihr ruhiger Ausdruck währenddessen. Nein, im Gegenteil. Wenn alles stimmen sollte, was in diesem Buch steht, dann hat Zoroark recht. Wir haben Epsilon mehr als nur unterschätzt. Weniger aufgrund der wahren Kraft, sondern aufgrund des Antriebes. Sie nahm ihre Notizen zur Hand und begann zu erzählen, was Zoroark alles notiert hatte. Über die wahre Identität Epsilons wusste Zoroark natürlich genauso viel wie wir beide, also gar nichts. Sie berichtet von einem namenlosen Pokémon. Dieses zog einsam in der Welt umher, aus Gründen, welche sie in diesem Werk nicht niederschrieb. Das namenlose Pokémon erreichte nach Tagen der Wanderung einen Ort, welcher auf keiner Landkarte eingetragen ist, welchen nie ein Pokémon gesehen hat. Ein Ort, welcher in unserer derzeitigen Welt nicht einmal existiert. Epsilon selber nennt diesen Ort wohl den Verstand der Welt. Genauer gesagt stammt dieser Name nicht von Epsilon, sondern von dem, was ihn an diesem seltsamen Ort empfing. Eine Stimme aus dem Nichts, aus Himmel, Hölle, Erde, überall. Und eine Rüstung. Diese Stimme, welches das namenlose Pokémon damals traf, dies war der Plot. Der Plot hatte ihn berufen, als Pokémon ohne Ziel, doch mit großer Bestimmung. Er hatte Epsilon an einen Ort berufen, welcher nur der Plot selber bereisen könne. Damals jedoch war Epsilon ein gebrochenes Pokémon. Weshalb auch dies blieb verschwiegen. Ohne Willensstärke, ohne Entschlossenheit wusste er nicht, was er mit den Worten des Plots anfangen sollte. Doch die Prophezeiung, welche er an diesem Tag empfing, so steht es geschrieben, soll Epsilon verändert haben. Aus einem normalen Sterblichen, geprägt von Leid, wurde ein Prophet. Der Plot gab ihm eine neue Chance, ein neues Leben. Und dazu eine Rüstung, geprägt von der endlosen Kraft des Plot und ein Schwert.
Epsilon wurde geboren, als Prophet des Plots, angetrieben von der Hoffnung auf eine wahre Welt. Mit diesen Worten endete Auroras Erklärung. Trotz allem war es lange nicht so schlimm, wie Marshadow zuerst geglaubt hatte. Ich sehe ehrlich gesagt nicht den großen Grund für Sorge da drin. Was ändert dies im Vergleich zu allem, was wir bereits wussten? Für dich vielleicht nichts, ich habe keine Ahnung, was du wusstest und was nicht, aber für mich... Ihre Stimme wirkte brüchig. Ich habe Epsilon schon so lange verachtet für alles, was er tat, doch gleichzeitig habe ich den Plot geschätzt. Er ist für mich ein Symbol von Wahrheit und Zukunft. Ich war immer davon überzeugt, dass Epsilon den Plot alleine als Ausrede genutzt hat, aber sollte wirklich stimmen, was hier steht, dann war alles, woran ich geglaubt habe, eine Lüge. Verstehst du denn nicht, Marshadow? Ich habe gekämpft, weil ich wollte, dass alle Pokémon ihre Zukunft selber bestimmen dürfen. Ich habe gekämpft, da ich in Epsilon nichts als einen Diktator sah. Und jetzt muss ich hier lesen, dass er tatsächlich dem Wort dieser Welt selbst folgt. Das heißt... Heißt das, dass Epsilon all diese Zeit auch noch im Recht war? Dass ich die ganze Zeit falsch lag? Hätte ich mich Epsilon anschließen sollen auf der Eisbergspitze? Wie kann es denn sein, dass die höchste Macht selbst möchte, dass alle Pokémon unterdrückt werden? Sehe ich etwas nicht? Verstehe ich die Wahrheit nicht? Es ist alles so unklar, so verschwommen. Marshadow sah die wachsende Panik, gepaart mit Trauer, Wut und Verwirrung, welche Aurora quälten. Und er verstand durchaus, woher all ihre Gedanken kamen. Doch trotzdem würde er nicht aufgeben. Im Gegenteil, er sah in den Erklärungen etwas anderes. Er sah eine Chance, eine Möglichkeit der Besserung. Aurora, du interpretierst zu viel in das herein, was dort geschrieben stand. Stand dort wirklich, dass der Plot selbst Epsilon sagte, dass er alle Pokémon terrorisieren sollte? Kurz atmete Aurora durch, offensichtlich als Versuch, sich abzuregen. Nein. Das stand, glaube ich, nirgends. Wie ich es mir dachte. Denn weißt, was ich glaube? Der Plot fand Epsilon, gab ihm Macht und befahl ihm, im Namen des Plots die Welt zu erlösen von Hass und Verrat. Dies ist es, was der Plot tun würde. Doch nun gab es zwei Seiten, diesen Befehl zu betrachten. Optimisten sehen eine Chance, versuchen die Kraft, welche sie bekommen, zu nutzen. Sie versuchen, die Herzen der Sündiger zu reinigen, ihnen den rechten Pfad zu weisen. Doch wer nicht an das Gute glaubt, wer nicht verzeiht, der sieht die einzige Chance in einem jüngsten Gericht, so wie Epsilon es tat. Er war ein gebrochenes Pokémon, geschunden von der Welt. Und als Rache oder schlicht aus einem Mangel an Hoffnung sah er allein die Vernichtung als Mittel der Reinigung. Aurora hörte gespannt zu, war jedoch nicht vollkommen überzeugt. Denkst du wirklich? Immerhin sagtest du mir gerade noch, ich interpretiere zu viel in diese Worte, aber sind das nicht auch alles nur Vermutungen? Natürlich sind sie das, aber ich würde auch niemals versuchen, sie als etwas anderes darzustellen. Doch gerade eben sagtest du es selber, Aurora. Du sagtest doch, dass du an den Plot glaubst, an seine Reinheit und Allumfassenheit, nicht? Dann ist es das, was dich nun leiten muss. Dieser Glaube. Sage mir, der Plot, den du erlebst, würde er Epsilon befehlen, diese Welt zu quälen, oder würde er wollen, dass die Herzen aller Pokémon gereinigt werden? Aurora blickte aus dem Fenster, hinauf in den Himmel. Wieder sah sie das eigenartige, regenbogenfarbene Licht, welches den Mond nun ersetzte. Dieses Licht, welches sie sich so oft als eine Art Personifikation des Plots vorstellte. Der Plot will das Beste für unsere Welt und seine Bewohner. Er leitet uns im Leben, ist da, wenn niemand anderes es ist. Niemals wird er das Ende eines Pokémon wollen, egal wie es sich im Leben verhielt. Der Plot ist ein Begleiter, ein Freund, kein Herrscher. Sie nahm einen weiteren, tiefen Atemzug. Du hast recht, Marshadow. Der Plot steht auf unserer Seite. Epsilon wurde von ihm berufen, doch
nutzt diese Macht für Dinge, welche er niemals tun sollte. Deswegen kämpfen wir nicht nur gegen Epsilon, sondern somit für den Plot. Damit wir die Welt wahrlich zu der machen können, welche sie werden soll. Epsilon mag sich Plotkrieger nennen. Elegant drehte sie sich weg vom Fenster, ihr Blick nun wieder entschlossen und auf Marshadow gerichtet. Aber die wahren Plotkrieger sind wir und das werden wir Epsilon zeigen. Adrenalin durchströmte sie, als sie diese Worte sprach. Als sie die Schriften Sorax gelesen hatte, war sie kurz davor gewesen, aufzugeben. Ihr Glauben, das, was sie durch ihr ganzes Leben geleitet hatte, brach vor ihren Augen zusammen. Doch dank Marshadow sah sie nun, dass es nicht war, wie sie es erst befürchtet hatte. Im Gegenteil. Es war, wie sie es Epsilon bei ihrem Treffen gesagt hatte. Sie würde ewig für ihre Ideale kämpfen. Sie mit ins Grab nehmen, sollte sie bei dem Versuch sterben. Und nun, mit dem Wissen über die Plot-Armor, wäre bald die Zeit gekommen, um dem Ruf zu folgen. Es freut mich, dass du wieder etwas Mut fassen konntest. Aber verliere nicht das hier und jetzt aus den Augen, Aurora. Zunächst haben wir übermorgen einen Ligakampf. Und wenn wir diesen gewinnen, wie wir es wollen, dann haben wir eine Mission. Danach werden wir die Suche nach der Plot-Armor beginnen, das verspreche ich. Aber gut, für heute werde ich mich dann wieder entfernen. Wir treffen uns morgen am Turm, wie jeden Tag. Als der Schattenkrieger verschwand, blickte Aurora noch einmal aus dem Fenster. Wie hatte sich ihr Leben in so kurzer Zeit so sehr verändert? Alles war anders geworden im Verlaufe weniger Wochen. Irgendwie war ihr größter Wunsch wahr geworden. Aber es fühlte sich nicht an, als wäre das etwas Gutes. Sie stand nun an der Spitze der Schlacht gegen Epsilon, nun angetrieben von mehr als nur ihrem Willen. Nun erst leitete sie wahrlich ihr Glauben. Selten redete Aurora wirklich offen über diesen, doch obwohl sie in ihren ersten Lebensjahren sehr skeptisch gegenüber dem Plot war, war er in ihrem Leben zu einem der vielleicht wichtigsten Bestandteile geworden. Vielleicht dem alleinig wichtigsten. Viel lag in ihrer Vergangenheit, an was sie nicht zurückdenken wollte. Der einzige Grund, aus dem sie damals überhaupt weitermachen konnte, war ihr Glauben gewesen, welchen sie damals gefunden hatte. Bei dem Gedanken, dass der Plot wahrlich aus ihrem Leben schwinden würde, schauderte es ihr. Wie sollte sie denn leben können? Ohne einen Wegweiser. Ohne eine hohe Kraft, die ihre Schritte lenken könnte. Doch genau das war es, was der Plot für sie war. Epsilon zwang allen Pokémon seinen Willen auf, brachte sie mit Gewalt dazu, seinen Worten zu folgen. Doch der wahre Plot wies einem zwar den Weg, ließ jedoch jedem Pokémon selbst die Entscheidung. Dies war es, was ihn zum wertvollsten aller Begleiter machte. Niemals hätte Aurora sich jemals ausmalen können, dass eines Tages der Plot Hilfe von ihr bräuchte. Irgendwie schafft es alleine dieser Fakt es, alles, was sie glaubte, zu bestätigen und doch zu widerlegen. Der Plot, in ihren Augen war er immer gewesen wie ein normales Pokémon. Und diese Imperfektion, dieser Hilferuf, bestätigte genau das. Der Plot war nicht vollkommen und wollte nicht, dass man ihn so behandelt. Doch gleichzeitig war irgendwo in Aurora doch immer der Gedanke gewesen, dass der Plot, der ja die höchste Macht war, nicht in eine derartige Lage geraten könnte. Ihre Gedanken schwankten zurück zu Kell. Sie dachte an seine Taten, sein Verhalten, seine ganze Art zu leben, die Einsamkeit und das Misstrauen, welches ihn leiteten, erinnerten Aurora an ihre eigene Vergangenheit. War Kell einfach nur ein Beispiel eines Pokémon, welches ohne Glauben, ohne den Plot leben müsste? Das Gefühl ewiger Einsamkeit, jedes Verrates. All dies war bei Aurora geschwunden, als sie den Plot akzeptierte, als ihren Freund und Helfer. Und trotz seines scheußlichen Verrates hatte Aurora doch irgendwo Mitleid. Doch gleichzeitig war sie erleichtert. Sie und Kell waren gar nicht so unterschiedlich. Nur dass Kell dort falsch abgebogen war, wo Aurora errettet wurde.
Doch gleichzeitig wusste sie, es wäre nutzlos, sich über Kell Gedanken zu machen. Er war fort und es war das wohl Beste für beide. Doch irgendwo, in ihrem Inneren, hoffte Aurora immer noch. Sie hoffte, nicht etwa auf Kells Rückkehr, sondern darauf, dass auch er eine wahre zweite Chance irgendwo bekommen würde. Dass er den Plot als Begleiter finden könnte, um über sein altes Ich hinwegzukommen. Und solange er dies tat, solange kämpfte Aurora nun mit einem Teampartner, der wahrlich verstand, was Glauben bedeutete.